Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für Donnerstag, den 30.01.2020? Und unser DAX, der wartet und wartet und wartet hier ein bisschen vor sich hin. Hat sich nicht viel bewegt. Wir haben ja nach oben und unten gestrampelt. Wartet jetzt, bis hier die Entscheidung gekommen ist. Liest derweil ein bisschen Nachrichten. Was kann man hier lesen? Tesla gerade außerbörslich bei 6,20. Alter Falter. Ich habe letztens zu einem Kollegen gesagt, aus Spaß, ja, bei 7,50 kann man was reinlegen. Jetzt steht das Ding schon bei 6,20, das stand auch vor ein paar Tagen bei 500. Wahnsinn! Wahnsinn! Die Übertreibung lässt grüßen, das passt aber eigentlich genau zu dem, was wir im Jahresanalyse geschrieben haben, was wir im Jahresauftakt geschrieben haben, dass die Amerikaner da eben oben rausgesprungen sind, dass die in der Übertreibung nachweislich sind und dass man da eben auch im Zweifel damit rechnen muss, dass die sich da noch richtig weiterschieben. So, und dann wird es unserem DAX natürlich jetzt hier schwer fallen, wenn die jetzt da so reinknallen, hier jetzt für Verunsicherung zu sorgen. Wir können mal kurz gucken, was wir nur haben. Hier sind wir stand gestern gewesen und haben jetzt einmal oben rumgeschrampelt. Wir hatten gesagt, dass er vielleicht hier nochmal so ein Schlenker reinschlägt, um hier ein paar Stops auszustoppen. Dem sind offenbar zu viele Long reingegangen. Weiß nicht, hat sich ganz schön immer nach unten wieder weggeworfen. Hat jetzt auch zum Abend nochmal nach unten weggeworfen. Also wenn Sie mich fragen, schlägt der nochmal so genauso zum Donnerstag blöd rum. Ja, das wäre tatsächlich meine Erwartungshaltung für den Donnerstag. Das Gebilde sieht noch nicht fertig aus, die Erholung sieht auch noch nicht fertig aus. Also wenn er jetzt hier gerade runterschlägt, ja, untypisch eigentlich für unseren DAX, sollte niemals nie sagen. Grundsätzlich muss man schon sagen, so unter 300 geht hier ein bisschen das Risiko auf. Das ist einfach so, aber also wenn Sie mich fragen, ach, wir nehmen mal hier die Pfeile von hier drüben, das sieht langsam hier, müssen wir ein bisschen wieder aufräumen hier. So viel Schlenker. Für mich sieht das ein bisschen so aus, wie als hackt man hier nochmal runter, so vielleicht auf die Trendlinie über die zwei Tiefs hier, 2,55 vielleicht. Ah, vielleicht, nee, nicht mal so tief. Ich glaube eher so was um die 2,70 rum. Volle Hütte hochziehen und dann wieder volle Hütte krepieren. Das wäre jetzt meine Erwartungshaltung für den Donnerstag. Sowas in die Richtung. Warten Sie mal, ich bin gleich fertig. Nicht ganz so leicht hier. Sowas in die Richtung, das wäre jetzt tatsächlich meine Erwartungshaltung für den Donnerstag. Und dann wieder so raus, wie wir heute waren. Na, in die Richtung. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wird eigentlich letztendlich auch für den DAX passen zum Donnerstag. Grundsätzlich muss man trotzdem aufpassen, weil hier unten ist einfach so, ne? Der ist da schon anfällig, der ist da schon anfälliger und könnte da auch leicht mal wegbrechen. Deswegen können wir hier letztendlich eigentlich sogar auch so wie so einen Short-Trigger noch mitnehmen, wo wir sagen, okay, wenn er aber drunter geht, also so, na, alles was eigentlich so unter 2,30 dann schon geht, na, würde ich schon sagen, also da sollte man dann einplanen, dass er vielleicht hier auch ein neues Tief reinkippt. Na, so Richtung 1,30. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber wir gucken mal, der DAX jetzt außerbörslich 92 Grad. Wie gesagt, ich bin jetzt hier extrem spät dran. Es ist schon nach 22:30, jetzt fast 22:40. Der DAX gerade bei 92 rum. Die Tesla ballert oben raus. Ich weiß nicht, ob jetzt alle Welt alles Geld aus den Indizes rausnimmt und in die Tesla reinsteckt. Das ist ja Wahnsinn. Also ich fummel hier gerade auf dem Handy rum. Das können Sie jetzt nicht sehen, weil das sehe ich auf dem Bildschirm nicht. Na, das wird interessant. Also, war ja FED-Sitzung heute, FOMC. Ja, ich würde mal so sagen, wir rechnen mal damit, dass er ein bisschen nach unten stößt, dann trotzdem volle Hütte nach oben durchzieht und dann, wenn alle denken, na, jetzt macht das Gap nicht zu, rennt erstmal wieder zurück, macht dann dort zur Seite. Das ist ein bisschen meine Erwartungshaltung. Ansonsten können wir hier noch mitnehmen, oben natürlich so überhalb von 4,20. Irgendwo muss man auch sagen, nee, gut, dann kommt er nicht zurück. Ist dann auch der Gap Close drin, 4,90 Gap Close und 5,20 hier, was das da wäre, ne? Also müsste man schon sagen, dass man da auch irgendwo sich nicht zu sehr gegenstellen sollte. Ich würde auf jeden Fall, wenn man jetzt sowas zu handeln will, hier auf jeden Fall eine Umkehr abwarten. Ne? Hier unten eine grüne Stundenkerze mindestens, die sollte kommen. Ohne eine grüne Stundenkerze wird er sich nicht hochschieben können. Ah, das sollte man vielleicht nicht unbedingt sich dagegen stellen. Für den Fall, der ballert doch unten durch. Das sieht sehr unruhig jetzt hier aus, was jetzt hier noch außerbörslich passiert.
Wir lassen das mal so stehen. Ich denke, das passt ganz gut. Einfach ein bisschen unten noch ein bisschen stänkern, hier noch ein paar Longs rausknallen, dann oben die Shorts wieder fressen und dann hat er doch ganz gut was gekonnt hier. Hat auf der Stelle rumgetreten, weil da sind wir gestern auch ein bisschen, glaube ich, im Satz abgestorben hier, weil da irgendwas von rechts reinploppte. Das hier, da haben es noch nicht viele kommen sehen. Hier ist die Gier groß gewesen. Ab hier ist die Gier groß gewesen. Hier sind viele Investoren, Anleger, Marktteilnehmer, Privatanleger reingegangen. Auch an dem Tag war noch Aktionismus groß. Ne? Die hat man jetzt alle hier so ein bisschen gedisst, könnte man sagen. Na, also vorgeführt. Ich würde weiterhin denken, man stoppt die noch aus hier. Also über dieses Hoch drüber ins Gap mal kurz rein. Das zum Donnerstag. Ich könnte es mir gut vorstellen. Bestenfalls hier unten irgendwie aus dem Schwung raus. Damit können wir das eigentlich zumachen und ich mich hier langsam in ja, andere Räumlichkeiten begeben. Und buh, ja, Tagesschart, blöd. Das ist Soße. Das ist Quark mit Soße. Das ist auch nicht. Ja, das ist. Sieht nicht so cool aus, muss man schon sagen. Also grundsätzlich hat man hier gesagt, wenn er hier unten drunter geht, hätte er schon Potenziale hier unten 13.130 zu erreichen. Und wenn ich das jetzt so sehe, sieht das so aus, wie als ist der Block sogar schon fertig. Sieht, also eigentlich sieht, muss ich mal wirklich sagen, eigentlich sieht das danach aus, wie es kriegt wie ein Aufwärtsgap an die 400. Aber das passt momentan absolut nicht auf das, was hier gerade außerbörslich passiert. Das sieht eher aus, wirklich wie als kommt jetzt hier noch ein Gap nach oben und dann drückt er eine lange Grüne hier an den Gap Close ran. So sieht das aus. Na, wir gucken mal, was kommt. Aber das sieht komisch aus. Sieht komisch aus. Sieht aus, wie als kommt hier eine grüne Kerze rein. Um die Lücke zu füllen einfach. Aber wir schauen mal. Sehr neutral, sehr ausneutralisiert jetzt wieder. Man hält sich sehr an dem Kerzenkörper, den man zum Montag runtergestellt hat. Solange wir da jetzt auch keinen Tagesschluss drüber oder drunter sehen, muss man jetzt hier auch nicht die Pferde scheu machen. Aber schönes Bild ist es erstmal nicht. Grundsätzlich seit November nicht schön, was der DAX macht. Ne? Wenn wir uns angucken, am 7.11. standen wir bei 13.266. Jetzt stehen wir 40 Punkte drüber. Ich möchte nicht wissen, wie oft der eine oder andere von Ihnen hier irgendwo ausgestoppt wurde, in irgendeiner Route nicht mitgenommen wurde. Und der Kerl steht 30 Punkte drüber. Da verstehe ich auch alle, die sagen, sie wollen jetzt ohne Stopp handeln, aber es ist trotzdem nicht die richtige Wahl. Ne? Also, es ist ein bisschen nervig. Aber wir kommen ja auch wieder weg. Das wird so sein. Das wird auch so kommen. Es wirkt bloß so nervig. Ne? Diese unheimlich lange Zeit. Immer wieder die gleichen Kurse. Immer wieder das Hin und Her. Gut, okay, ja, wir machen hier zu. Sie nehmen ein bisschen die Punkte mit hier. Also, wie gesagt, mir ist der Bereich um 2. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Die 270 ist mir hier recht wichtig. Passt so. Ich will nicht sagen Augenmaß, Erfahrung. Das ist immer blöd zu argumentieren. Ich würde es über die Trendlinie hier begründen. Über das Tief auf das Tief. Ne, könnte man sich ja mal so eine Linie ziehen. Die wird hier irgendwo bei 280, 270 liegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das kommt und der aber trotzdem, hier oben, das fehlt mir noch. Das will ich eigentlich sehen. Das will ich eigentlich sehen. Hier mal rein an die 400 da dran. Das würde ich noch sehen wollen. Unten fände ich komisch jetzt direkt runter, weil der hat so eine fette Welle hier. Wenn das jetzt schon bloß die Erholung gewesen sein soll, kann er ja 600, kann er 500 Punkte von hier nach unten wegdrücken. Wo stehen wir denn da? Da stehen wir irgendwo bei 8,80. Ja, hier so in dem Bereich. Das wäre. Nee, das sehe ich noch nicht. Das sehe ich noch nicht. Aber das spricht dann auch dafür, dass man eben unterhalb von 2,30 irgendwann auf anfangen sollte zu sagen: hier mal vielleicht erstmal wieder ein bisschen umorientieren, ein bisschen Short-Denken. Na, das für den Fall der Fälle, der zieht echt durch halt. Ne? Also ich meine, das wäre auch nicht unüblich hier. Abwärtswelle, Erholung, Abwärtswelle. Ja, und die hat dann das Potenzial bis hier unten rein. Schauen wir mal. Wir schauen mal. Ich würde jetzt erstmal favorisieren. Wie gesagt, mir fehlt oben die 400. Ich denke, die kommt auch noch. Würde mich nicht wundern, wenn man zum Donnerstag ein bisschen stänkert, oben wie unten. Das würde jetzt gut aufpassen, auch auf das, was wir am Mittwoch gesehen haben. Und von daher mache ich jetzt zu und wünsche Ihnen was. Ciao.